Die Abenteuer von Anuschka, der russischen Antwort auf Alexa mit einem Schwaben und einem Pfälzer. Folge 8, Kino. Psst, leise! Ich sage doch gar nichts. Anuschka, leise! Ich sage auch nichts, leise. Wo sitzen wir denn? Herrgott, Merrgott, warum ist denn das so dunkel hier drinnen? Die Dunkelheit im Zuschauerraum verbessert die Sichtbarkeit des Films auf der Leinwand. Deshalb ist es in Kinos traditionell dunkel. Och Gottele, Anuschka, ich weiß, dass es im Kino dunkel ist. Aber warum jetzt schon? Möglicherweise, weil du so lange mit dem Angestellten an der Theke über dein Freigetränk und die Preise von Popcorn diskutiert hast und jetzt der Film gleich anfängt. Psst, sei doch jetzt endlich ruhig! Ich will nicht, dass uns jemand hört! Wahrscheinlichkeit, von anderen Besuchern gehört zu werden, gleich 0,0%. Meine Sensoren zeigen, dass wir alleine im Kino sind. Trotzdem, vielleicht gibt's versteckte Kameras. Und ich will nicht, dass dich jemand sieht. Sonst muss ich am Ende noch Eintritt für dich zahlen. Ich bin ein Computer. Computer zahlen nicht. Wer weiß, in den Corona-Zeiten lasse die sich doch alles Mögliche einfallen, damit sie uns das Geld aus der Tasche rauszieht. Unwahrscheinlich. Dann müsste künftig jeder Besucher für sein Smartphone Eintritt bezahlen. Bist du jetzt ruhig? Du bringst die bloß auf schlechte Ideen. Schalt lieber deine Taschenlampe an. Taschenlampe an. Oh, also dass ihr Weiber immer alles kommentieren müsst. Korrektur. Ich bin kein Weib, sondern eine Computereinheit. Du weißt ganz genau, was ich meine. Und jetzt leise! Meine Taschenlampe produziert keinen Lärm. Sie arbeitet völlig lautlos. Die Lichtwellen sind nicht hörbar, sondern Heiligsblechle, Anuschka, aus! Aua! Nicht die Taschenlampe! Du sollst nämlich schwätzen! Anuschka, Taschenlampe an! Anuschka! Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt spielt es Mensch auch noch beleidigte Leberwurst. Wo gibt's Leberwurst? So, so, von wegen, wir sind ganz allein hier drin. Aber die Stimme, bist du's? Nein. Natürlich, du bist's, der Günther. Ja was, Albrecht. Hallo. Hanoi. Hallo. Hanoi. Allemol. Hopp, was für ein Zufall. Da treffen wir uns wieder in der größten Dunkelheit im Kino. Ne. Doch. Ne. Doch. Ne. Doch. Der Günther. Der Albrecht. Schä. Wie schä. So schä. Glückwunsch. Ihr habt die Lautstärke von balzenden Brüllaffen erreicht. Und ich soll leise sein? Sag mal, was ist da mit deiner Anuschka los? Die hört sich schon wie mein Corinna. Ja, aber zum Glück sieht sie nicht so aus. Sie ist eingeschnappt. Bin ich nicht. Und ob? Gar nicht. Freilich, du hast nichts mehr gesagt. Deine Schuld. Du hast mir befohlen, still zu sein. Wie, moi Corinna? Sag mal, können dann Computer auch ihr Tage kriegen? Lächerlich. Um der Gottes Willen, mal der Teufel nicht an die Wand. Wenn du nicht aufpasst, dann fang die kleine Rot zu greinen. Ich greine nicht. Ha, wie, moi Corinna? Das finden wir gleich raus. Genau, sag was Hässliches und du wirst sehen, wie sie losblätt. Also gut, probieren wir's aus. Albrecht. Was ist? Es funktioniert nicht. Du hast doch noch gar nichts Hässliches gesagt. Ja, freilich, grad eben. Und was? Albrecht. Was dann? Doch nicht du. Anuschka,
Albrecht! Moment mal! Willst du damit sagen, ich wäre hässlich? Also schäbisch jedenfalls nicht. Hässlich aber auch nicht. Probieren wir's aus. Anuschka, du siehst aus wie der Albrecht. Du bist so gemein. Das gibt's ja nicht. Sie heilt. Genau wie mein Corinna. Verarscht. Ha, ha. Was? Verzeihung. Ich habe meine neue Emotions-App getestet. Du hast eine Emotions-App? Die kannst du fei gleich wieder löschen. So einen Krust brauchen wir nicht. Es war lediglich ein Test. Der Anlass schien mir geeignet. Das Kino ist berühmt als Ort der Emotionen. Ja, ja. Und jetzt schalt lieber deine Taschenlampe ein, damit wir unseren Platz finden. Vergiss es. Hock mal uns einfach irgendwo hin. Wir sind doch sowieso die einzigste da im Kino. Also gut, von mir aus. Ach so. Ach, schön. Ich frag mich bloß, warum so leer ist. Ich hab keine Ahnung. Womöglich resultiert die mangelhafte Strahlkraft des cineastischen Klassikers aus der geradezu inflationären Masse an Repetitionen über Television. Hä? Vereinfacht, kein Schwein interessiert sich für einen uralten Schwarz-Weiß-Schinken, der schon zigmal im Fernsehen gelaufen ist. Ich hab grad nicht geguckt. Wie hieß denn der Film eigentlich? Irgendetwas mit Mittagessen. 12 Uhr mittags. Genau. Den kenn ich. Das ist doch der Western mit dem Gary Rülpser. Cooper. Mein ich, jo, Gary Cooper. Was? Ein Western? Und ich hab gehofft, man wird vielleicht passend zum Titel ein kleines Mittagessen dazu kriegen. Ne, sowas. Da treffen wir uns da im Kino. Ha, freilich. Ha, die Kultur, ha, die muss man ja unterstützen. Gerade jetzt während Corona. Ah, da hast du recht. Denen müssen wir helfen. Ganz genau. Hast du auch die Freikarte aus dem Wochenblättle ausgeschnitten? Da kannst du aber einer drauf losen. Ihr seid echte Wohltäter. Ganz genau. Und vorgestern war ich sogar im Theater. Ha, ich auch. Die hatten Tag der offenen Tür und freien Eintritt. Ja, ein echter Kunstgenuss. Ohne Frage. Auch wenn die Schauspieler nur bewegungslos über die Bühne verteilt so faul rumgesessen sind. Ah, das ist doch wegen Corona. Die müssen genauso den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Ach so? Dann war's hohe Kunst. Oh, großartig. Herrlich. Einfach herrlich. Bist du auch geschlafen? So nach der ersten 5 Minuten. Ich auch. Und weißt du was? Ich hab besser geschlafen als in der Kirche. Ich auch. Vielleicht sollte man mal dem Pfarrer sagen, dass er seine unbequeme Holzbank mit so komfortable Theatersessel ersetzen soll. Genau. Dann hätte er auch wieder so ein Kirsch voll. Natürlich. Hoho, da tät ich jeden Tag nach dem Mittagessen vorbeikommen. Und ich erst ganze Nächte die Stadt verbringe. Eben. Und wenn er noch ein paar weiche Kissen und Decken verteilen tät, da hätte Herr Pfarrer sein Lade aber rund um die Uhr voll. Das müssen wir ihm unbedingt vorschlagen. Unbedingt. Auf euch kann die Kirche bauen. Aber von dem Kino bin ich enttäuscht. Das ist ein Beschiss. Hanno, wie kann denn etwas, wo nix kostet, ein Beschiss sein? Na, auf der Freikarte steht drauf, ein Kinobesuch heute 15 Uhr inklusive von einem Freigetränk. Ja und? Ah, das mit dem Freigetränk ist Beschiss. Die haben mir ein verdrehte katholische Kirchenscholle gegeben. Was ist denn ein verdrehtes katholisches Kirchenscholle? Ah, die haben nicht das Wasser in Woi, sondern de Woi in Wasser verwandelt. Nix als Plupperwasser haben die mir euch geschenkt. Ich hab auch bloß Wasser gekriegt. Aber immerhin war's umsonst, genau wie das Popcorn. Was? Du hast umsonst Popcorn dazu gekriegt?
Von mir wollten die 5 Euro für einen vollen Sack. Von mir am Anfang auch. Aber dann hab ich mich beschwert und ihn ein bisschen zusammengestaucht, was das für eine Sauerei ist, Freikarte ohne kostenloses Popcorn anzubieten. Und dann? Na, dann ist er weich geworden und hat zugegeben, dass bloß das weiße und das gelbe Popcorn in den ersten beiden Vitrinen Geld kostet. Das grüne in der letzten Vitrine, das dürfte man sich kostenlos nehmen. Ich hab bloß die erste 2 Vitrine mit Popcorn gesehen. In der ersten waren mit Salz. Richtig, das weiße. Und in der zweiten mit Zucker. Das gelbe, genau. Und noch was schmeckt das grüne? Ich hab's noch nicht probiert. Das wird wohl eine neue Geschmacksrichtung sein. Eine kostenlose Werbeaktion. Lass mal probieren. Da, lang zu. Wenn's nicht reicht, dann holen wir uns einfach noch welches. Also, irgendwie schmeckt es komisch. Besonders knusprig ist es auch nicht. Gebt mir mal noch ein paar. Das schmeckt ein bisschen wie ein abgestandene Weißscholle zur abgelaufene alte Leberwurst. Du hast recht. Dann ist das bestimmt Pfälzer-Popcorn. Pfälzer-Popcorn? Ah, das ist eine Bombe-Idee. Ich nehme noch. Hallo, nein. Korrigiere. Bei der dritten Vitrine mit Pfälzer Popcorn handelt es sich um einen Abfallbehälter aus Plexiglas. Und die grüne Geschmacksrichtung und Farbe resultiert aus Fäule und Schimmel. Günther, du Sau! Willst du mich vergiften? Ach, komm, so ein bisschen Schimmel ist doch nicht giftig. Doch. Erzähl doch nix. Auf dem Kammenbert ist ja schließlich auch Schimmel. Und giftiger Edelschimmel. Und was ist mit dem Schimmel im Popcorn? Gefahr. Der toxikologische Gehalt des verzerrten... Hör auf, sag mal nur eins. Muss ich jetzt sterben? Leider nicht. Gott sei Dank. Allerdings werden bei der verzehrten Menge an toxischem Schimmel mit 89%iger Wahrscheinlichkeit Vergiftungssymptome wie Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö auftreten. Was? Deinetwegen krieg ich die Scheißerei? Hanno, ich hab's ja nicht absichtlich gemacht. Das bringst du wieder in Ordnung. Aber wie denn? Du kommst sofort mit zum Schuppenfritz und gibst mal mindestens 3 Runde Scholle aus zur Entgiftung. Aber Scholle hilft doch nicht beim Entgiften. Natürlich, ein großer Weißscholle hilft gegen alles. Oh ja, das Pfälzer Allheilmittel. Ja, und der Film? Der ist mir jetzt wurscht egal. Los jetzt zum Schuppenfritz. Also gut, von mir aus. Hast du gehört, Anuschka? Schnell zum Schuppenfritz. Der Schwob zahlt! Aller hopp, nix wie los und ein Schopper in der Kopp. Anuschka, schwätz Schwäbisch! Ha, freilich. Auf, schnell zum Schopper Fritzle. Das Gift kennen wir nur auf einen Weg vertreiben, indem wir uns 3 Schorle einverleiben. Na, Stadt auf je!